Pokémon Let's Go Evoli. Und dann machen wir uns straight Richtung Prismania City auf. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao! Jo, liebe Leute, Pokémon Let's Go Evoli ist am Start. Und weiter geht's heute mit der Reise Richtung Prismania City. Route 8 des Allee ist der nächste Dings, nächste Woche, nächste Route. Wir haben in der letzten Folge Route 10, den zweiten Teil, und Lavandia erkundigt. Und einiges erfahren, auf jeden Fall, was uns in Zukunft noch weiterhelfen wird. Auf geht's. Quizfrage. Welches Pokémon ist zugleich süß, rund und kuschelig? Ich? Nein. Weiß ich nicht. Relaxo. Nein, Pipi. Natürlich. Oder Pummeluff. Pipi haben wir ja auch schon gefangen. Mondberg damals, wer sich erinnert. Du bist vom Typ Fee, ne? Mit jeder Wette kann ich nicht jetzt sehr effektiv angreifen, oder? Nein. Du bist nur vom Typ Fee, okay? Ey, hör auf mit der Scheiße. Metronom. Lichtschild. Okay. Metronom, da kann jede Attacke rauskommen. Und ich habe schon Pech gehabt, dass der Gegner irgendwie so Guillotine oder so rausgehauen hat. Na gut, dann gehen wir uns auf den Kopf los. Oh, fast komplett. Jetzt kommt noch Metronom. Komm, mach jetzt irgendeinen Scheiß, was mich nicht interessiert. Hyperstrahl! Ich sag ja, die kommen mit den wahnwitzigsten Attacken. Oh, das ist, kann ja passieren, also im ganzen Repertoire. Na gut, das Pipi ist jetzt eh down, weil der kann nichts mehr machen. Jetzt, wenn die Attacke, selbst wenn die Attacke daneben gegangen wäre, wäre es eh egal gewesen. So, und damit ist das kleine Pipi down. So, ich guck mich mal gerade ein bisschen um. Wir könnten hier die Abkürzung nehmen, hier durch. Na, das ist aber nichts. Ich will die Trainer hier mitnehmen gerne. Mich hat es schon an die merkwürdigsten Orte verschlagen. Mich auch tatsächlich. Rollenspieler Baldur mit einem Golking. Oh, oh, das war's, Evoli. Du Mistvieh, Alter. Ja, bitte. Dafür mache ich jetzt Grillfisch, Fischstäbchen aus dir. Backfisch, Fischstäbchen, ja. Oh, der wollte die gleiche Scheiße nochmal abziehen. Hör auf mit dem Kack, Alter. What the fuck, das ist Level 35? Alter, wo hat denn der so... Wo hat denn der das trainiert? Hör auf mit dem Scheiß, Alter. Das habe ich jetzt gerade... Ernsthaft? Und dann ist Pikachu auch down. Alter, hör auf mit dem Kack jetzt endlich. Alter, wenn du jetzt bei Nidoking noch wegballerst, dann bin ich aber sauer. Level 35, was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Das müsste eigentlich seine letzte Attacke gewesen sein. Ich glaube, nochmal kann er nicht ansetzen. Ich glaube, K.O.-Attacken sind nämlich nur 5 Stück und ich habe ja alle 5. Jedenfalls hat er jetzt seinen verletzten Zug gemacht. Boah, Alter. Auch der Mehrfamilie ist mein Pikachu, mein Evoli aus dem Leben. Hau weg. Level 35er Goldking, Alter. Ich habe jetzt gedacht, okay, Level 25, das kriegen wir schon ohne Probleme hin. Aber dann, ja, pff, ist 35 gewesen. Soweit bin ich ja noch nicht mehr. Ich meine, ich habe jetzt Level 29, mein höchstes, aber... Ich meine, es dauert eh nicht mehr lange, bis wir Level 35 haben, aber... damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Komm hier, meine Kleinen. Nimm mal wieder ein bisschen Lebensenergie zu euch. Was haben wir hier? Ah, du scheinst dich mit Pokémon auszukennen, aber ich stehe jetzt mit Naturwissenschaften. Kommt immer ein bisschen drauf an. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. So, jedenfalls hat er uns Morgon. So, Evoli, du kommst mal wieder. Ja, das Golking, das flasht mich immer noch so ein bisschen. Alter, Level 35. Der haut mir kurz mal 2 Pokémon mit dem scheiß Hornbohrer weg. Wenn der jetzt mit dem Nidoking auch noch das gemacht hätte, wäre ich down gewesen. Da habe ich meinen ersten Kampf verloren.
Oder von so einem komischen Random-Trainer, so einem Dingspieler. So ein Hüschenspieler, weißt du? So, dann gehen wir drauf mit Biss. So. Gut. Das Smoggeln auch down. Und wir haben eine weitere Kapsel X-Tempo gefunden. Dann haben wir hier noch einen Trainer. Ich verrate dir was. Um einen Kampf zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Herr Elektromusiker Gerrit. Und du hast einen Blitzer. Okay, okay. Das sind einige Pokémon, mit denen ich jetzt so nicht gerechnet hätte. Klar, in allem voran dieses Golking und jetzt Blitzer. Oh, ich kämpfe gerade mal gegen seine Vorentwicklung. Ich versuche jetzt gerade mal mit Überlie das Blitzer wegzukriegen. So, tschüss. Du pusht natürlich deine Werte. Du bist natürlich eh schon mit. Hör auf mit dem Kack. Ja. Fast. Komm jetzt. Ah, die kann ja. Die kann keinen Rückzug geben, ne? Scheiße! Weil dann wäre es nämlich weg gewesen. Dann hätte ich eine Prio-Attacke gehabt, aber hätte ich es gehabt. Ah, dann machen wir es trotzdem. Und bis und tschüss. Blitzer! Dann killt man Evoli kurz noch eine Weiterentwicklung. Ah, schon wieder besiegt man. Ja, Blitzer hätte ich auch so gerne im Team gehabt. Ach so, hier, das Item kriege ich noch gar nicht. Ich muss das. Och nö, nicht schon wieder so ein Team. So, Paraheiler erstmal einsetzen auf Evoli, weil sonst. Dieser Kampf wird zeigen, ob mir das Glück hold ist oder nicht. So. Alter, du hast auch so ein 35er Vieh. Was spielt ihr eigentlich, Idioten? Was soll der Scheiß? So. What the fuck, Alter? Die Attacke hat Evoli verfehlt. Das ist sehr gut. So, dann machen wir es halt nochmal. Du wirst schon wieder hier was willst du denn reinsetzen? Hornbohrer. Ja, hör auf mit dem Mist, Alter. Das hat mit dem Gold mir eben schon gereicht. Ich wollte gerade den Beitrag noch bearbeiten, weil ich hätte mir war da vor der Route vor dem Feld zum Mal das Routen 11 und 12 geschrieben. Wir sind aber die Routen 9 und 10. So, was haben wir hier noch? Oh, Pummelhof. Okay, da ist noch irgendwie ein Trainer drin oder so. Den machen wir kurz mal eben noch schnell. So. Ein Feuerstein. Das ist gar nicht unwichtig, dass wir da gerade einen Feuerstein gefunden haben. Da wir eh... Ach, Tauburger habe ich schon, okay. Und Pummel habe ich bestimmt auch schon gefangen.
Aber diese Trainerin hier nicht. Hier gibt es jede Menge Pokémon zu fangen. Stör mich gefälligst nicht, ja? So, Astrainer Karen. Oder Karen, wie auch immer. Das hat auf jeden Fall... Diese Dingspieler, ne? Diese Hüchenspieler, die haben mich gerade so ein bisschen geflüchtet. Die versuchen nämlich immer die gleiche Scheiße. Gut, dass so ein Leon das nicht auf die Reihe Kippen gekriegt hat. So, jetzt kriegst du noch einen schnell... Ja gut, Kadaver ist schneller, klar. Aber ich habe ein bisschen mehr Wucht dahinter. So, Pikachu reicht jetzt Level 26. Du hast noch Mashok, okay. Mashok habe ich jetzt nicht. Ja, ich brauche dringend neue Pokémon, ne? Also ich brauche weitere Pokémon, weil die muss ein bisschen aufgefüllt werden langsam. So, jedenfalls haben wir jetzt erstmal das Nidoking hier. Gehe ich runter in Level 29. Oh, langsam ziehen sie an. Was muss ich sagen? Jetzt sind sie nämlich gerade ein bisschen auf meinem Niveau. Du kriegst ja danach Level 30 sein, ne? Ich vermute das zumindest. Au, au, au. So. So, ah, noch nicht ganz, okay. Jetzt aber. Tschüss, Mashok. Komm. Oh ja, so funktioniert das mit der Aufnahme. Momentan läuft auch noch die Tonspur, das ist auch gut so. Das hat man nämlich in der letzten Aufnahme nicht der Fall. So, und damit ist diese gute Karen down. Ist er besiegt. So, ich glaube, dann haben wir auch alles. Weil Pummeluff dürften wir eigentlich auch haben. Ich gucke aber nach. Also nicht, dass es jetzt irgendwie dem Pokémon irgendwie durch die Lappen geht, weil ich jetzt ein bisschen aufmerksam bin. Aber wir schauen uns einfach das ganze Ding mal an. Müsste eigentlich aber sein, ja. Ja. Okay. Die haben wir, glaube ich, auf der Route 3 oder 4 gefangen. Das habe ich noch nicht. So, dann fangen wir uns das Vulpix noch schnell. Ah, schade. Das möchte ich noch nicht ziehen. Das ist doch Zufall gewesen, dass ich es gefunden habe. Oh, großartiger Wurf. Sehr gut. Kommst du mal jetzt bitte rein. So. Dann nehmen wir noch die Himbeere nochmal dazu. Ah, schade. Eins, zwei. Sehe nicht wie das Golbat, ne? Nein, was? Och nö. Ja gut, dass da doch noch ein weiteres auftaucht. Weil Supis hätte ich gerne gehabt. Aber noch eine zweite Chance, oder? Ja, das möchte ich nicht fangen. Weil ich tatsächlich Vulpix ins Team nehmen will. Deswegen habe ich im Pokémon denkt, will ich das jetzt versuchen zu fangen. Weil, Vulpix soll unser nächstes Pokémon werden. Und deswegen trifft sich das mit dem Feuerstein noch sehr gut hier. Oh, da ist ein Kadabra. Okay, wir können noch ein paar Pokémon fangen. Dann nehme ich mal Hyperbälle mit, weil Kadabra soll mir nicht durch die Lappen gehen. Ah, schade. 2 Sekunden vorher. 1, 2, 3. Drin. Und zwar mit dem ersten Ball. Ja, das Vulpix, wie gesagt, das möchte ich gerne ins Team nehmen, weil das soll mein neues Feuer-Pokémon werden. Haben wir schon lange. Velona hatten wir noch nie, glaube ich, soweit im Let's Play. So, Kadabra möchte ich nicht ins Team aufnehmen, aber das Vulpix hätte ich gerne gehabt.
So, ich hoffe, dass wir jetzt noch irgendwie nochmal eins finden. Der Taboga, dich brauche ich nicht. Warte mal, ich habe da noch ein paar Lockparfüms, ne? Oh, hier ist noch ein Abra. Abra, ja gut, das haut direkt ab beim kleinsten Geräusch. Topsy habe ich schon. Haben wir nicht irgendwie noch ein Pokémon? Was ist jetzt hier? Auch Radikal. Scheiße, da muss ich tatsächlich weiter suchen noch hinten. Jetzt gibt ja noch ein Teil, noch ein Feld von der. Ah, ich versuche gerade hier deine Pokémon anzufahren. Ein bisschen. Ah, nee, alles gut, dann müssen wir es halt anders richten. Pass auf, Vulpix, das wollte ich haben. Bitte sei weiblich. Ich will weibliches Vulpix haben. Das ist weiblich, sehr gut. Du musst schon Level 28. Das würde gut sein. So, ich will das haben. Weil, wie gesagt, ich möchte es gerne ins Team aufnehmen. Guter Wurf. 1, 2, 3. Pokéball haben wir mehr als genug, aber wir müssen es fangen irgendwie mal. 1, 2, 3. So, mal bleiben. So, dann nehmen wir das mal so. Und noch einen großartigen Wurf. Das habe ich genau mal getroffen. 1, 2. Na, natürlich nicht. Gehen wir mal das bitte. Und nochmal einen großartigen Wurf. 1, 2, 3. Ja, wisst. Wir haben Teammitglied Nummer 4, liebe Leute. Vulpix. So. Für Vulpix wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sehr gut, das haben wir auch. Wir haben nicht nur dieses Pokémon. Oh, das Radikal möchte rausgehen. Okay, das geht jetzt weiter schön. Hier haben wir noch 1, 2, 3 Trainer. Gut, gucken wir gerade, wie mein Vulpix überhaupt aussieht. Was für. Ich guck mal gerade. Ich kann schon mal gut attacken. Das ist ganz gut. Wir können es sogar schon weiterentwickeln. Weil, wenn ich ehrlich bin, ja, das passt schon so vom Level her. Dazu haben wir einen Feuerstein irgendwo gerade eben gefunden. Ich muss auch gerade gucken, wo der ist. Bonbonglas ist das, glaube ich. Nee, Bonbonglas war es nicht. Fangtasche, Kampftasche, Kampftasche. Oder Stärkung? Stärkungstasche. Da war's. Gut, dann fangen wir an, nehmen wir, ach, Evoli kann ich. Ja, Evoli kann ich ja gar nicht weiterentwickeln, ne? Geht ja im Let's Go nicht. So, okay, dann fangen wir, dann entwickeln wir kurz unser Evoli, unser Vulpix weiter. Und haben unser nächstes Teammitglied. Fix sind dabei. Auch für den bezüglich der nächsten Arena. Herzlich willkommen im Team Vulnona. Vulnona haben wir noch nicht im Team gehabt. Noch nicht gehört. So. Gut. Dann tun wir das mal nach vorne. Bewegen. Damit ist ein bisschen. Das Tradabra, das kann ich rausnehmen, weil das brauchen wir nicht. Ich habe ein anderes Psycho-Pokémon dann später noch als Idee. So. Wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Pokémon. Willst du auch mitmachen? Klar. Doppelkampf oder was? Ja? Nein.
kein Doppelkampf. Okay. Gorilla mit einem Pikachu. Ein männliches Pikachu, hast du? Aber jetzt nehmen wir erstmal dieses Vulnona. Vulnona, Flammenwurf. Ja. Wie gesagt, die nächste Arena wird immer zur Pflanzenarena sein. Dafür wird Vulnona klar. Unser Pokémon des Tages sein, das uns definitiv da ein bisschen helfen wird. Mautzi sind so süß. Mautz, Mautz, Mautz. Gyrehanna. So. Und tschüss, Mozi. Vulnona macht mal Laune gerade, ne? Das ist auch gerade ein bisschen alles weg. So, denk noch, Mozi. Du hast bestimmt drei Stück oder so. So. Und noch ein Mozi. Hier sind noch ein Flammen hinterher. Vulnona holt gerade alles weg, ja. Gut, dann haben wir. Die Gyrehanna haben wir auch besiegt. Und da fehlt uns nur noch ein Trainer da oben. Und dann haben wir die Route auch abgearbeitet. Bevor es aber hier weitergeht, hole ich mir kurz irgendwas Item hier. Das ist ein Riesenpilz. Okay. Jetzt also. Was uns wirklich weiterhelfen wird. Nein. Sondern nur ein Item, was ein bisschen Kohle bringt. Lernt macht Spaß, Pokémon zu trainieren aber auch. Na gut. Oh, macht mir Tilo. Okay, Magnetilo sollte nicht das große Problem sein für Vulnona. Ja, es fehlt noch zwei Pokémon, ne? Es fehlt noch das Wasser-Pokémon und es fehlt noch das Psycho-Pokémon. Also es wird ein Wasser-Psycho-Pokémon, das kann ich euch schon mal verraten. Müssen wir gucken, wann wir es kriegen. Damit wisst ihr auch, was es als nächstes Teammitglied wird. Wahrscheinlich. In der Nähe von Brismania City wurde ein riesig geschlafenes Pokémon gesichtet. Und angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Asikant-Region. Nein, es gibt insgesamt zwei Relaxo tatsächlich. In diesem Spiel. So, keine weiteren Items hier unten bisher. Aber da liegt eins. Eine Kapsel X-Treffer, okay. Und eine Kapsel X-Abwehr. Das Einkaufscenter von Prismania City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du oft dorthin? Ich bin das erste Mal jetzt gerade hier, also nein. Bisher noch nicht. Obwohl, wenn wir dann wahrscheinlich jetzt in der Stadt sind, gleich ja. So, das hier ist Route 7. Und wir finden kurz ein Elixier. Hey, Dota, lass mal hören, wie viele Arena-Orden du schon gesammelt hast. Olivia. Du hast drei Typen. Du hast sogar drei Pokémon. Level 28. Dann gehen wir mal auf Raichu. Oh, Raichu ist Donnerblitz. Ich hoffe, das ist Donnerstein nicht kommen. Ich kann die Pikachu nämlich noch weiterentwickeln. Dann haben wir nämlich auch schon ein relativ solides Team aufgearbeitet. So, dann kriegst du zumindest mal ein Irrlicht rein.
Ja, ist klar, Paralyse. Okay. Und die Paralyse greift auch sofort. Ja gut, dann muss ich wechseln. Dann muss ich auf Nidoking gehen. Und danach, danke, gut gekämpft. Ich komm zurück. Hat sogar gerafft, dass ich da... Ja gut, der wollte wechseln. Der wollte Volona wegholen noch schnell. Für den Fall, dass ich irgendwas noch mache. So, dann ist dieses Raichu auch schon mal down. Gegen den Volltreffer keine Chance. Jetzt ist so noch ein Dicktri. Ich habe nichts. Ich brauche Pflanzen-Pokémon, ich brauche mein Wasser-Pokémon noch. So, na gut. Gehen wir auf Schaufler. Ja gut, der geht Erdbeben. Oh Mann. Ich habe keine Chance. Das wird schwierig werden, gegen den jetzt gewinnen, ne? Der hat sehr gute Pokémon, definitiv. Oder sie hat sehr gute Pokémon. Er bin mir jetzt noch stärker, weil ich im Boden bin. Oh, ja, ist klar. Vor allem habe ich jetzt mit Nidoking. Weil er schwer angeschlagen ist. Ich habe jetzt 3 Pokémon im Team, was. Ja, das kriege ich nicht down. Das verliere ich den Kampf. Der holt mir jetzt gerade alle meine Pokémon weg. Ich habe jetzt 3 Pokémon im Team, was gegen Bohnen effektiv ist. Volona hat keine Chance und Pikachu wird es auch nicht reißen. Ja, das hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das wird unsere erste Niederlage werden, tatsächlich im Let's Play. Weil der haut jetzt mit Erdbeben, haut er mir jetzt gerade alle meine Pokémon weg. Ja, das hat er nämlich was im Team, was ihm jetzt mich holen kann. Level 29 hast du, ey. Hör auf mit dem Mist. Oder so kurz vor der nächsten Stadt, weißt du? So kurz vor der nächsten Stadt. Krieg ich es jetzt gerade gebacken. Krieg ich jetzt auf die Fresse von dem Trainer. Ja, ich kann nichts machen, Linus. RP, Evoli wird es wahrscheinlich weg. Noch ein bisschen weiter. Was soll ich machen? Ich habe nichts auf der Hand. Ich muss jetzt auf Zeit spielen, fast eigentlich nur gegen dieses Dicktri. Ja, und das ist auf Kopflos eigentlich. Komm mit dir, wenn ich steck's weg. Natürlich nicht. Oh, der hat aber auch Erdbeben ohne Ende, ne? Der hat ja bestimmt 20 Attacken jetzt hintereinander eingesetzt. Ja, was soll ich machen? Ich kann nichts machen gegen das Viech. Der setzt mir jetzt regelmäßig die Attacken weg. Ja, Glückwunsch, das hast du definitiv gewonnen. Also das wird fast unmöglich sein, das Ding zu holen. Ich bin ein bisschen gerade überfragt. Mir fehlt immer noch, wie gesagt, einige Teammitglieder. Och, Alter, hör auf damit! Kannst du auch irgendwas anderes einsetzen, außer Erdbeben? Der holt mir gerade alle meine Pokémon weg. Dauerhaft Erdbeben. Also, jetzt versuche ich mir den Kopf noch was zu reißen. Halt wieder Erdbeben, Alter, das kann nicht sein. Wie viele Attacken hat denn der dafür? Also, wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich das mit. Ich krieg sogar meinen Kopf noch down. Okay. Ich erwarte, dass ich jetzt. Hätte ich ein bisschen was früher machen können. Ich bisschen. Europe hast du noch. Okay. Europe ist nicht so tragisch. Du hast aber bestimmt irgendwie Wasserdüse oder so drauf. So, warte mal. Bestimmt noch ein paar Beleber. Kommt Pikachu. Ja, das Dickri hat mir ziemlich viel kaputt gemacht gerade. Ich hab's fast erwartet, dass er mit Wasserdüse kommt.
Ich habe es fast erwartet, komm. Komm, jetzt mit dem One-Hit. Okay. Ja, natürlich trifft er noch einen Treffer. Ich kann aber nichts machen, nichts viel machen. Gerade. Ich hab eine Supertrinker ohne Ende, das weiß ich. Ja, ich muss fast auf Zeit spielen gegen so einen Trainer. Gut, der Siegtri, das hat mir richtig viel Power, viel kaputt gemacht. So, nochmal Donnerblitz. Ja, die wurden nur Prio-Attacken, ne? Die ganze Zeit Donnerblitz, Donnerblitz, Wasserdüse. So. Jetzt hoffe ich, dass es dann down ist. Komm. Pikachu ruckzuck-Hieb. Das reicht nicht. Leck mich doch am Sack, Alter. Das kann ohne sein. Jetzt kommt Top-Genesung oder so. Na, dann haben wir doch ein bisschen viel Glück dabei. Mit viel Einsätzen und Trinken wehren wir diese erste Niederlage ab. Herr Hoppler, du bist viel stärker als erwartet. Das kann ich tatsächlich auch zurückgeben. Nur. Also das war... Puh, nicht ohne. In Prismanis gibt es eine Pokémon-Arena. Warst du auch schon dort? Nein, natürlich nicht, weil ich noch nicht dort. Ich. So, haben wir hier noch irgendwie keinen Trainer? Oh Gott, haben wir noch einen Ast-Trainer? Oh Gott, naja, aber nicht mit Pikachu. Ich gehe jetzt erstmal nach Prismania City und dann muss ich mich um diesen Ast-Trainer noch kümmern. Ja, bitte. Gott sei Dank. So. Hm. Dann haben wir den Felstunnel, dann haben wir die Route 10 plus Savannah, ja, dann haben wir die Route. Och Gott, wir haben jetzt gerade 3 Folgen gemacht, ne? Okay, machen wir mal weiter. Ich mache noch eine. Ich will zumindest 4 Folgen irgendwie gerne hören. Keine Sorge, die machen wir auch noch, die Typen. Die quatschen wir noch mal. Ich will den Astrainer noch besiegen. Der fehlt uns nämlich noch auf dieser Route 7. Eine kleine Straße zwischen zwei Städten. Ha, Route 7 hat einen ganz eigenen Charme. Oh, hallo, bist du bereit? Na dann, wie war's mit Musik? Dieses Stück nämlich Pokémon-Kampf. Trainer-Coach David mit 2 Pokémon fängt an mit einem Porenta. Okay. Naja, ich bin froh, dass wir halbwegs wieder leben. Ey. Puh, dieser Ast-Trainer, der Trainer, der hat uns da richtig Ärger gemacht. Gut, dann gehe ich erstmal auf Flammenwurf. Nicht ganz. Fassade kannst du. Okay, dann kriegen wir wahrscheinlich von dir die TM-Fassade. So. Ja, noch nicht ganz. Und dann kriegst du nochmal drauf und dann bist du down. Kleines Porenta. So, dann haben wir als nächstes Knuddeluff. Okay. Knuddeluff. Also Knuddeluff. Oh, muss ich gucken. Ich versuche es trotzdem irgendwie aufzukriegen. So, erstmal mit Toxin drauf. Das würde ich jetzt gerne machen. Das Viech kann nämlich jedenfalls Fassade wahrscheinlich. Ich vermute, dass es dann genau deswegen darum geht, dass wir dann die Tieren dafür kriegen. So, jetzt kriegst du erstmal eine ordentliche Ladung ab. Ich weiß nicht, ob ich heute versuche selber. Okay, ne, nee, alles gut. Ich glaube, es gibt nicht eine VM, meine Frage. So. Eine TM, wenn du. Deine Attacke. Zurückgeschrieben, okay. Wenn du. Startes Problem hast, dass die Attacke doppelt so stark ist. Aber ich weiß nicht, ob es Fassade war. So, dann holen wir uns mit der letzten Kopf los, dieses Knuddeluff weg. Dann ist der Trainer tatsächlich einfacher als der Trainer davor. Und wenn ich ehrlich bin, was ist, also Dicti, das hätte mir ja richtig Ärger gemacht. Das hat mir auch Ärger gemacht. So, Level 27 für Pikachu, by the way. Agilität, möchtest du lernen? Nein, brauche ich nicht. So, der Trainer-Coach ist besiegt. Danke für diesen tollen Kampf. Dafür bekommst du das hier von mir.
Tja, 12 Fassade. Ich hab's. Wartet. Ach doch, das war dann doch die Attacke. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, nee. Okay, wir haben alle Pokémon, die da sind. Gut. Liebe Leute, dann sind wir für heute durch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit der Stadt Prismania City. Und dann haben wir noch eine Folge und dann geht es schon weiter mit tatsächlich... Obwohl, die Arena machen wir als letztes. Dann haben wir noch eine Aufgabe und dann machen wir die Arena. Also drei Folgen noch, dann müssen wir, kommen wir jetzt in die Arena. Gut. Dann...